Hallo und herzlich willkommen hier um LS22 im Singleplayer auf der Elbtal. Ja, es wird dunkel auf der Elbtal und wir starten eine neue Aufnahme. Ich habe nach der gestrigen Folge noch ein bisschen weitergemacht. Die Heuballenmission ist abgeschlossen. Genau. Laut Kontostand muss sie abgeschlossen sein. Genau, ich hatte die Silageballen noch aufgeladen. Und die eine Flugmission ist abgeschlossen. Der Flug ist unterwegs umgesetzt worden auf Feld. Hast du nicht gesehen? Welches Feld haben wir geschickt? Hier, genau. Hier haben wir angefangen auf Feld 36. Ist ja neben unserem Feld, neben unserem Grasfeld. Das müssen wir pflügen. Das ist, glaube ich, auch der einzige Helfer. Ach nee, unser Dürrestreuer ist noch fertig geworden auf unser eigenen Feld. Der kann zum Hof kommen. Der kann aber noch Dürrer einkaufen. Ich denke mal, das können wir uns bei dem Kontostand gerade noch so leisten. Also ist jetzt nicht übertrieben mit gerade noch so. Weil der Dünger kostet doch, glaube ich, knapp, na gut, ist noch was drin. Also 10.000 werden für Dünger bezahlen, sind ja noch halb voll oder halb leer, wie auch immer. Und 20.000 kostet gleich eine ganze Ladung, ne? Und wir bezahlen hier um die 50.000 pro Nacht, inklusive Kredit natürlich. Und wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir natürlich auch noch ein Schneidwerk für unseren Drescher für 90.000. Ne? Also wir könnten jetzt noch hier so lange vor der Nacht hier so stehen bleiben, dann haben wir noch ein bisschen Geld. Wenn wir die Nacht überspringen, sind wir nachher wieder pleite. Oder gefühlt fast pleite. Wir müssen natürlich gucken, dass wir auch noch Geld überbehalten, um die Helfer bezahlen zu können. Oder wir tun jetzt keinen Dünger nachkaufen. Das können wir uns jetzt aussuchen, aber das holt uns irgendwann wieder ein. Wir müssen den so und so nachkaufen. Ich meine, gut, klar, unsere Felder sind jetzt Oktober gedüngt. Wir bräuchten jetzt nicht zwingend den Düngersteuer voll, oder? Aber kaufen müssen wir irgendwann sowieso. Wir schaffen es nicht, eigenen Dünger so schnell herzustellen. Weil dazu bräuchte man die Düngerproduktion. Mist wird man so zur Not kriegen, wenn das Rezept ähnlich ist wie auf der Obertal. Ne? Aber er soll ihn kaufen. Ne? Nicht, dass er irgendwann noch teurer wird, der Dünger. Ne? Ich glaube, der Preis schwankt nicht. Ne? So, genau. Das hier sind unsere Silageballen. Ein Heuballen war auch noch über. Den habe ich nicht abgegeben. Ne? Den musste man nicht abgeben. Wir hatten ja 42 plus 13 gepresst. Ich glaube, die 13 hat man nicht mal ganz geschafft in der Folge. Ne? Also sprich 55 Stück. 55, hat man ausgerechnet. 54 hatten gereicht. Ne? Ja, und der Rest sind dann hier 14. Und nochmal 9. Sind dann sozusagen 22 Stück, die für uns sind. Ne, 23. Wir haben ja 24 aufgeladen, erinnert sich euch. Den schickt man auch mal zum Hof. Da müssen wir einfach mal gucken, was wir mit ihnen machen, ob wir die verkaufen, Silageballen, weil dort oben sieht man es auch, Silage im Robo ist leer. Ne? Aber es sind eben knapp 200.000 Liter Futter im Futterstall, in Kuhstall drin, wenn ich mich recht entsinne, das was ich geguckt habe. Der Helfer läuft immer noch nicht, ne? Das ist das falsche Menü. Genau, 198.000 Liter sind drin, also mir kämen schon mal noch ein Stück, obwohl eben auch im Robo dann natürlich Mineralfutter nicht mehr lange reicht. Noch ein Tag, 22, wir könnten ein paar reinschmeißen, mal gucken. Ja. So, ihn hier müssen wir ganz, hä, was macht denn er? Fahren wir mal hier zurück, weiß nicht wohin wenden will. Macht halt hier mal einen Meter doppelt, das geht schon. So, nicht erster, sondern nächster. Oder nächster. So, dann sollte das hier funktionieren. Er wird natürlich auch mit 2 Stunden noch einiges unterwegs sein, bloß die Flugmission interessiert uns ja in dem Sinne nicht über die Nacht. Das spielt ja keine Rolle. Denn es ist ja auch das Einzige, was noch an Missionen verfügbar ist. Ach so, unsere Erntemission läuft hier noch. Genau. So, die Erntemission. Wie ist denn das da?
Nee, Zuckerrüben können wir auch noch im November ernten. Da dürfte uns nichts passieren, ne? Oder? Was ist denn jetzt? Wo will er denn hin? Ist doch alles richtig hier. Ich würde es gut finden, wenn ich hier weiterfährt. Vielleicht ein Stück rüber. Da steht er eindeutig nächster Wegpunkt. Okay. Ja, aber es war ein bisschen ungünstig gestanden. Ich meine, er will ja noch eine Stunde brauchen, auch so lange möchte ich eigentlich nicht im Dunkeln spielen. Wir werden jetzt die Nacht überspringen, wir werden vorsichtshalber gucken. Aber ich denke mal, Oktober ist glaube ich der erste Monat für Zuckerrüben. Ne? Wo ist hier der Seasons-Kalender? Na, Oktober ist der erste Monat. Also dürfte uns rein theoretisch nichts passieren mit der Mission, oder? Ich weiß, dass bei DLC-Früchten... Achso, die haben wir ja nicht, Drops DLC hier. Sprich, Pastinaken und Rote Beete, weil da könnte es... Ach doch, haben wir doch drauf hier. Die stehen nur hier oben, nicht unten, ne? Da könnte es passieren, dass die in dem Monat, wo sie anreif sind, dass sie im nächsten Monat nicht überleben. Das ist, wo Jürgen und Rolf mal so gegangen, auf der Obertal. Ne? Aber das dürfte bei Zuckerrüben nicht das Thema sein. Ja, 10.900, was ist der Spaß, ne? So, wir gehen schlafen. Ach, ich kann hier wieder nicht aussteigen. Wo ist denn der Kleine hier? Können wir erstmal noch wegstellen. Der Fermenter erhält natürlich keine elektrische Ladung, weil die Sonne nicht scheint. Ne? Ja gut, wir werden zurechtkommen. So, geht's schlafen. So, vorsichtshalber vorher nochmal speichern. Man weiß ja nie. Wir sind zwar im Singleplayer, aber vor der Woche war es glaube ich auf der Marsch, ne? Also am Freitag vor einer Woche so rum. So, wie lange schlafen wir? Oktober? Mindestens bis 8 oder bis 9. Oder beziehungsweise November, wo wir jetzt ankommen. Wir können bis 9 schlafen. Na, wir haben wieder wach. Okay, ist hell. Wir haben November. Wir haben noch 114.000 auf dem Konto. Gut, das ist nicht schlecht. Hätte ich jetzt mit weniger gerechnet, eigentlich mit fast unter 100.000 gerechnet. Okay. Ui, Erdbeeren fast voll. Ich meine, wir können jetzt eins machen, wir ballern die Silage dort rein. Halt erst gucken wir nach Mission. Das sind unsere Sonnenblumen. Ja, wir müssen erstmal unsere ernten. Und dann nochmal Mais. Kann ich echt nicht widerstehen hier. Wird zwar ewig dauern, da sind wir im Winter beschäftigt. Aber die können wir nur mitnehmen, die Flügenmission. Das geht gar nicht anders. Mit den Mais ist natürlich so eine Sache. Also Drescher wollen wir nicht ausleihen. Also wenn, dann müssen wir es mit unseren Drescher machen. Das müssen wir erstmal abwarten. Weißt du, ob sie drin stehen bleiben. Ich meine, es bleibt ein bisschen Mais für uns übrig. Ich meine, aktuell bräuchte man eigentlich nicht. Ne? Ich meine, es wäre was zum Verkaufen dann noch über. Aber gut, nee. Da sind wir, glaube ich, mit der Flügenmission besser noch dran.
So, und das hauen wir alles hier in Robo rein, oder? Wir gucken mal, wie weit unsere schon vergoren sind da hinten. Die müssten ja jetzt auch so um die, mal 40% müssten die schon haben, oder? Bin ich jetzt falsch? 49 sogar. Ja, okay. Gut, die hauen wir rein. Den Heuballen auch mit. Und hätten wir jetzt unter 100.000 auf dem Konto, hätte ich es verkauft. Ja. Weil nächster Monat ist ja, glaube ich, dann bester Monat für Silage, ne? Und da können wir, wenn wir heute was ernten, oder unsere Felder müssten ja erntereif sein, haben wir vielleicht noch eine Chance, nächsten Monat, übernächsten Monat, die Silageballen alle zu verkaufen, ne? Silage hier Januar, das müssten wir eigentlich hinkriegen. Obwohl wir mit 340 hier ganz nah dran sind, ne? Nee. Komm hier in den Fütterungshopper da rein. Wir müssen uns eher Gedanken machen, dass wir das Gewächshaus was rauskriegen, ne? Es fällt ja gar nicht oft da drin. Das fällt ja gar nicht auf. Hier rein musste. So, Silage 172.000 Liter. Ja, wir brauchen dann Mineralfutter. Da ist bloß noch eine Palette voll drin. Müssen wir nochmal welche holen. Aber auch nicht sofort. Nicht sofort. So, wir müssen erstmal. Es wird natürlich wieder verflucht eng. Wir brauchen einen gescheiten Abfahrer. Der Flug ist beschäftigt bis Getno. Ja. Bis hin, dass wir fast noch auf zweiten Flug kaufen müssten. Zuerst mal gucken, nicht, dass hier der Plan gar nicht aufgeht, den wir so hatten. Erstmal nicht Gras anschalten. So, erntereif sind die Felder, das waren sie ja schon. Und die sind jetzt natürlich zweite Erntereifstufe, ne? So, Feld 54, warum ist das dunkelgrün? Achso, das hat man ja abgeerntet. Das muss ja dunkelgrün sein. Und unsere beiden Maisfelder 46, 58, die sind natürlich auch erntereif, ne? Ja, Stress pur, ne? So ungefähr, ne? Hier ist nicht verfault, ne? Das ist gut. Das passt alles soweit. Ja, wir müssen mit dem Drescher zum Shop, würde ich sagen, oder? Sonst wird es ja nichts. Wir kaufen auch ein 9 Meter Schneidwerk. Obwohl unser Drescher immer noch ein bisschen schwach ist auf der Brust, aber für 9 Meter. Damit sollte er gut zurechtkommen, hoffe ich mal. Wobei eben die Sonnenblumenfelder dann auch alle noch gepflügt werden müssen, würde ich vermuten, oder? So, darum müssten wir uns ja auch noch kümmern, um die Spritzerei. Das hat ja auch noch keiner gemacht. Ui, da müssten wir auch noch was einkaufen. Hier, Capello, 85.000 plus Lack müssen wir da bezahlen, ne? Hier, feinsten Glaslack, 600. Wir sind zwar auch nur 9 Meter, aber wir können keinen Feldarbeitskurs nehmen mit 9 Metern, weil der beginnt ja nicht im Vorgewände. Wir müssen ja mit dem Drescher im Vorgewände anfangen. Wenn wir jetzt noch nicht haben, haben wir für das andere schon einen Dreschenordner gemacht mit 13,5 Metern oder wie haben wir das gelöst?
So, wir fangen hier an auf der 46. Das stellen wir schon mal vorsichtshalber ein. Nicht, dass das schon mal schief geht. Achso, Schneidwerk müssen wir auch ausklappen. So, hier müssen wir kurz reinfahren ins Feld. Oh, der Punkt ist erst da vorne gesetzt. Naja, gut, nee. Wir generieren trotzdem ab hier. Weiß ich nicht, 3 Vorgewände reicht uns das beim Dreschen? Mehr haben wir dann. Ich meine, mit den großen Schneidwerk machen wir auch 3 Vorgewände. Machen wir hier 4, oder? So, 45 Minuten für das kleine Feld. Ich dachte, das machen wir ja so zwischen kurz vor Frühstück hier noch, ne? Na gut, wenn es 10 Uhr Frühstück gibt, wären wir ja noch fertig. So, das Ganze speichern wir natürlich. Aber eben mit Drescher 9 Meter machen wir uns einen neuen Ordner. Neuer Ordner. Da müssen wir aber 09,0 Meter machen. Ne? Damit das sich oben davor schreibt, genau. Das hat jetzt gesagt, Feld 46, ja, oder? Glaube. So, Feld 46, 9,0 Meter. Feld ist erstmal soweit richtig. Aber Freundchen, hier nicht ins Wasser fahren, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, wer mäht und wer fährt ab, ne? Wenn wir nochmal hier PS-Check machen, ne? Garage. Ja, eigentlich muss der GCB abfahren, ne? Der hat 235 PS. Der hat 235, weil unser Glas hat bis 205. Und die anderen zwei brauchen wir eigentlich zum Ballen und zum Ballen abfahren. Das wird mit den kleinen Trägern nicht. Der flügt, ne? Endlos. Also das Geld, was der gekostet hat, der hat da schon lange reingeflügt. Gibt es was Neues überhaupt? Nee, nur ein Schneidwerk. Können Sie behalten, brauche ich nicht. Also muss er Abfahrer werden. Wir nehmen auch den kleineren Hänger, würde ich sagen, oder? So, Feld 46 zum Hofsilo, ne? Da findet doch jetzt bestimmt wieder keinen Weg, ne? War klar. Zu viele Rückwärtslinien. So, und das Ganze Richtung hoch. Getreidesilo-Anlieferung. Mal gucken, was der Sonnenblumen zusammenkommt. Ne? Meine wäre ja nicht schlecht, wenn wir sie Diesel verarbeiten könnten. Ne? Aber wie gesagt, hier oben 28.000, ne? Tendenz abnehmend. Ne? Aber hier müsste ja was rumkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel müssen er noch abgeben. Er fährt gerade nochmal mit 40.000. Und wir müssen noch abgeben
Das war doch schon nicht mehr so viel, ne? Da habe ich überhaupt nicht geguckt. Details. Ach so, 200. Hä? Quatsch. Okay, ich muss bei unserer Mission gucken. Ja, schon Schreck gekriegt, das passt doch nicht. Also geliefert haben wir 360.000, müssen noch 155, ja, da müssen noch zwei Touren fahren. Also die, die er jetzt eingeladen hat, und dann mindestens noch zwei. Da lassen wir ihn mal noch so eingestellt. Ich hoffe mal, wir denken daran. War schon leicht jetzt hier verwirrt. Weil wir würden hier nochmal Sonnenblumen übrig behalten, ne? Aber wenn wir das nicht packen, wenn der so lange schon braucht, der Drescher. Also die müssen wir definitiv im November ernten. Im Dezember können wir die Sonnenblumen nicht mehr ernten. Die Sonnenblumen gehen im Dezember nicht mehr zu ernten. Also das ist ja letzte Chance, ne? Das ist letzte Chance. Das Einzige, was gehen würde, wäre unser Gras. Aber ich glaube, das verliert vom November zum Dezember eine Wachstumsstufe, kann das sein? So, da können wir ihn hier mal parken schicken. Den Anhänger können wir clever mitnehmen. Er kriegt die Ballenpresse hinten dran und kann dann eigentlich gnadenlos das Mähwerk verfolgen. So wie wir das auch schon auf den anderen Feld gemacht haben, auf der Heumission. Wenn man voll ist, meldet er sich schon. Wir müssen bloß so hinfahren, dass wir es auch anhängen können. Ne? Da ändert sich eben einfach auch nichts dran. So, der ist erstmal fix und fertig hier. Ach so. Ne, wir machen erst noch was anderes dann. Boah, aber machen wir das noch? $57.000 Salat, 115.000 Erdbeeren, 115.000 und 230.000 Liter Erdbeeren. Oh, wird jemand blockiert? Ist schlecht. Hä? Ach, Fehlercode 40, ne? Eindeutig, würde ich sagen. Eindeutig Fehlercode 40. Kannst du auch selber abtanken. Müssen wir deaktivieren. Hat das wenigstens unser Anhänger gemacht? Ja, Glück gehabt, ne? Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
So einen Sensor stellen wir trotzdem hier drüben hin. Ja, wir haben relativ viel Arbeit jetzt hier im November, ne? Aber, Quatsch, warum hänge ich das Gewicht an? Das ist jetzt Käse. Aber viel Arbeit heißt auch, wir werden einiges an Geld verdienen, ne? Weil ich weiß nicht, was am Ballen runterkommt, ne? Aber bin da eigentlich guter Dinge. Meine, eine Million Liter, ja. Das würde ich so erwarten eigentlich auf den zwei Feldern. Sprich 350.000 bis 400.000 Erlös. Also 350 eigentlich. Könnte natürlich auch über eine Million werden. Hätte ich nicht dagegen. Wir kriegen natürlich aber auf den Feldern vom November Richtung Dezember kein Wachstum mehr, ne? Den Grasfeldern. Wir werden die nicht. Wir kriegen dann von Februar, von März zum April die erste Wachstumsstufe auf die Grasfelder, oder? Wir werden da nicht nochmal eine Erntereifstufe hinkriegen, aber das müssen wir sehen. Also ich glaube es ja fast nicht. Aber dann ist es halt so, wir müssen auf jeden Fall hier irgendwelches Getreide noch ansehen oder irgendwas anderes. Hafer zum Beispiel, um richtig Stroh kriegen. Oder wir haben viel Geld verdient und können uns noch ein paar Felder leisten. Achso, hier ist nicht der Anfahrpunkt, der ist noch woanders, ne? Der ist ja da drüben. Weil wir werden definitiv einen Kurs generieren auf Gras. Also so, dass wir den Randstreifen mitnehmen, 4 Meter. So, ab hier werden wir generieren. Weiß gar nicht, hier der Kurs kann erstmal raus. Quatsch, Holger. Dort müssen wir hin. 3 Meter ist falsch. So, da lang. Genau, jetzt will ich überlegen, 3 oder 4 Vorgewände, eigentlich 3, oder wir haben 4 gemacht beim letzten Mal da oben, ne? Und 4 Meter wollen wir nach draußen. So, erster Wegpunkt und Feld 45, genau. Weil den Kurs brauchen wir ja definitiv für Gras. Ja. Für die Presse. Gras. Davon ist wieder ein großes E. Mann, die Scheißtastatur. So, das funktioniert. So, hier koppeln wir nochmal ab.
Halt nochmal ankoppeln. An der Stelle koppeln wir nochmal ab. Wir müssen erstmal noch Erdbeeren rausfahren. Das ist eben die Frage, wir könnten mal hier Finanzcheck machen, oder? Die Erdbeeren. 508, 462. Nee, da würde ich sie schon noch behalten. Das Einzige, was wir jetzt noch gucken könnten, wäre der Knobelmarkt. Erdbeere. Ach so, die sehe ich nicht, ne? Weil die ist ja in der Produktion. Da müssten wir sie erstmal ins Palettenlager hier vorne hauen, ne? Aber, ja, müssen wir uns nächste Folge angucken am Montag. Denn, ja, schon rum. Ja, die Sonntagsfolge ruckzuck, ne? Gucken wir Montag oder berichte ich Montag, was wir mit den Erdbeeren gemacht haben. Also, wenn wir sie verkaufen, verkaufen wir sie Montag. Also, ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und tschüss.